Yo, 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 yo. Let's go. So, das erste Mal ist einfach ein G, ne? Jo. Shot. Stark, was war das sonst noch so am Bild? Stark plus, okay. Sehr mild, mild, normal. Stark, sehr stark, sehr stark. Genau. Dann die Note. Ja, das ist doch schön. Frischer Kaffee. Frischer Kaffee. Ja. Genau. Was gibt für Songwriting da wieder Tinte auf dem Füller? Tinte auf dem Füller. Vor allem die Uhrzeit. Die Musik muss ja aus Papier kommen. Genau. Dafür braucht man einen Tintenfüller. Kaffeespannung. Philipp, das Geräusch flapp, 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 flapp. Wenn weiße Flüssigkeit kommt, finde ich immer total unangebracht. Ich hab dann irgendwie keinen Bock mehr auf Kaffee. So, der ist dann extra cremig. Ja, cremig immer. Ist ein Double Shot, aber. Genau. Also, das ist natürlich die Maschinen dann. Marschbeat. Ja, da hast du dieses bedrohliche und was wir da jetzt noch brauchen ist im Endeffekt auf das, was es dann gleich als Strophe kommt, braucht man also der Melopan muss auf die Strophe laufen im Endeffekt. Da habe ich meine Strophen drauf und auf das müsste aber der Melopan mitlaufen und da kommen dann die Zitate aus den Berufsverkehr! Ja, Münchner Innenstadtverkehr. Schön. Total schön. Guck mal. Alles steht. Die Ampel ist rot. Rotes München. Grünes ja. München, rotes München. Ja, besser als braunes München. Besser als braunes München, ja. Gibt's aber bestimmt auch. Ich befürchte es. Wen haben wir denn noch dabei? Ich bin eigentlich gar nicht da. Besser. Guck mal, grünes München. Grünes München, wunderbar. Thomas, der Maus. Toni. Jo. Servus. Neues Tourschlagzeug für Drohne. Sieht nice aus, ne? Schon irgendwie geil aus. Ist aber irgendwie sieht das jetzt umständlicher als das alte aus. Naja, mal schauen, wie es sich spielen lässt. Marco kennt. So, jetzt geht wieder rüber. Ich bin okay. Der Fußschweiß weg, das geht auch. So, jetzt packen wir da und kippen es hoch. Ich bleibe mal da unten. Ne? Schwer so. Hoch zum Greifen, aber. Guck mal, die schon rum. Hier, oder? Jo. Jo, läuft. Was ist im Bild? Basti, drei Viertels und Chewy. Aber so ein bisschen rutschen, Chewy. Ganz jetzt böse. Bist du im Mainfeld? Ja, ich bin der Mainfeld. Und der Tom läuft immer so durchs Tom ist immer so. Du musst auf jeden Fall dich dann hier hinstellen, um das da dann zu spielen. Das
Einfach vor die Beine stellen. Genau. Willkommen auf der Walhalla hier in Regensburg. Wir sind hier eigentlich mit einer Steampunk-Gruppe. Die sind allerdings schon wieder unten auf dem Weg zum Schiff zurück. Da und dann. Da fahren die wieder zurück. Wir haben hier wunderbar gepicknickt. Und dann später geht's noch zum Markt mit allerlei, buntem allerlei. Es wird lustig. Nicht beim Essen. Und dann Baschi beim Essen filmen. Nicht beim Essen. Ja. Winkt doch mal alle schön. Na, hier? Wir essen dann mal in Ruhe fertig. So, hallo meine Lieben, wir haben hier ein Paket bekommen von Corbus Corax Bagpipes. Was da wohl drin ist? Schauen wir mal rein. Also sehr, 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 sehr schön, auch wenn man aufmacht. Gleich hat man hier interessantes Material. Also so kann man lesen, was da ist die Erwartung dann natürlich schon groß, was da jetzt so drin sein könnte, wenn man da so liest, was es da so gibt. Sound Innovation Made in Germany. Sehr, sehr schön, ja. Haha. Was kommt denn da raus? Was kommt denn da raus? Das sieht Alter, mir doch nach sieht das geil aus. Ich sag doch, dass das geil aussieht. Junge. Aussieht. Mal gucken, ob das gute Stück denn. Versprich, was es aussieht. Oh Gott. Alle offen. Ich wollte ja gar nicht alle aufmachen. Oh ja, da ist auch Stöpsel dran, also man muss nicht alle auf einmal aufmachen.